Auf Langeweile wird in diesem Hack verzichtet und damit KO Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Newer Super Mario Bros. Wii. Ganz genau. Bis jetzt sind so viele innovative Ideen da drin in diesem Game und geisteskranke Sachen und ich finde den Tower nicht so nice. Okay, wo kommen wir raus? Oh. Wenn ich das richtig ist, ist dieses links raus. Wir haben aber Flying-Blöcke, so. Und die erste Star-Coin haben wir scheinbar auch schon. Die hier auf ganz entspannt einem geschenkt wird. Oh, bitte nicht. In die großen Röhren konnte man immer rein. Oh, ich habe mich gerade voll erschrocken. Ich feiere dieses Konzept, ist sowieso krass. Dieses rechts raus, links rein. Das ist Bernd das Brot-Konzept. Aber nicht zu schnell sein. Überall könnte was sein, gell? Ja, ist aber nicht. Selbst die Kugeln nutzen dieses Feature. Ja, lost. Okay. Ja, hätte man warten müssen. Aber jetzt bestimmt wieder ein neuer. Hab ich gehört. Dankeschön. Genießen wir sogar den kleinen Typen. Tod mit Lachs. So, die Coins nehme ich natürlich auf ganz entspannt mit. Oh ja. Was ist da? Da sind Stacheln. Ich habe die nicht gesehen. Ja, cool. Ich sag's, wie es ist. Ohne Propeller, beziehungsweise Propellerblock, sind wir hier echt aufgeschmissen. Ich sag's, wie es ist. Was ist denn das hier schon wieder? War auf jeden Fall richtig. Oh, nein. Oh, okay. Ich dachte, ich kenne dich mehr zurück. Softlock. Safe nicht, was bringt mir das? Nicht reinlaufen von hinten, das wäre noch loster. Wunderbar! Nein! Oh Mann! Aber warum macht er auch so eine Rollattacke? Was ist denn mit Mario? Ey, wenn ich jetzt wieder runtergefallen wäre, das wäre traurig gewesen. Sass, aber nicht so sass. Hier kann man rein. Was? Kann man wirklich? Da oben war die Starcoin. Da oben war die Starcoin. In 10 von 10 Fällen gehe ich da rüber. Ich hätte aber schon noch Bock auf ein Item. Ich versuche mich jetzt einfach mal dran und wir hoffen einfach alle, dass es funktioniert. Okay, Guys? Oh, es ist ein Swamp. Und ich weiß, was man machen muss, oder? Ja, los. Oh, schade. Wäre auch too nice gewesen. Aber jetzt ist er down. Das ist nicht mein Ernst. Wuhu! Komm, es ist... Ey, wenn ich hier sterbe, das wäre so zum Heulen. Wortwörtlich. Da ist er down. Der Sieg in unsere Tasche hinein. Wunderbar, Guys. Wir können nach rechts durch die Röhre. Und wo kommen wir raus? Jetzt sind wir über dem Berg. Genau, genau. Und die Barrel Band Wilds stellen sich uns dagegen. Aber für uns Master natürlich kein Thema. Vielleicht doch. Das sind keine Barrels, mit denen ihr wirft. Ich truste den halt auch nicht. Ich hab den noch nie getrustet. Ich weiß, die ziehen immer genau dann. Pilz, Pilz, Pilz! Die ziehen immer exactly dann ihre Stachelkugel, wenn du über ihnen bist. Aber weißt du, was du kannst, kann ich auch.
Und denk bloß nicht, weil es ein Fass ist, ist es nicht so schmerzhaft. Bis jetzt noch kein Item, das ist not so good. Aber die Pokies komplett aus dem Leben rasieren. Der gute alte New Super Mario Bros. 2 Trick, der damals schon nicht funktioniert hat. Mega. Und hier ist die Starcoin. Wunderbar. Ah. Ich finde dieses Feuer voll schön. Bevor die kommen, bitte. Oh mein Gott. Da war der Checkpoint. Nein. Das, oh Mann, was ist denn da schon wieder? Der Award für das dümmste Gameplay der Welt. Wunderbar. Oh, oh, die sind stupid verteilt. Aber kein Stress für den einzig wahren Helden. Und der Checkpoint wird auch mitgenommen. Diesmal sind wir hier groß mit Eisblume im Gepäck. Nein, bitte. Oh mein Gott. Newer Team, danke. Ey, ich dachte, man müsste den einfrieren und mit ihm halt nach oben hüpfen. So, wisst ihr, was ich meine? So einen auf diesen hier. Aber scheinbar nicht. Es hat mir gerade einfach mein Leben gerettet. Danke. Vielen, vielen Dank. Imagine, man hätte am Anfang keinen Prolog mit. Kommt deswegen nicht an die Starcoin. Dad. Ich glaube, mit dem können wir die sowieso nicht. Deswegen lass ich den doch gerade hier liegen. Und... ja, nimm den Secret Exit mit. Warum gibt es überall in diesem Spiel Secret Exits? Jetzt, wo ich das Level nochmal spiele, ich hab da gar keine Lust drauf. Was mache ich eigentlich? Das heißt aber auch, dass jetzt noch eine Starcoin kommen muss. Oder dieser riesengroße Pfeil suggeriert, geh nach hier unten. Wenn ich hier jetzt sterbe, dann ist das der größte Betrug in meinem gesamten Leben. Wunderbar. Tot bist du. Gar nichts kannst du. Geh weg. So. Dann den Poki. Eben genau nicht dachte, dass man so eben so einen Weg bauen muss, mit dem man eben nach oben durch diese Tür dann kommt. Wir haben alle Starcoins. Treffer kassieren ist nicht so meine Idee, aber ins Ziel kommen, das ist doch schon viel entspannter. Oh, aber das sieht nicht so schön aus, muss ich sagen. Ich lasse mich mal überraschen, I guess, aber nagelt mich ja nicht drauf fest, wenn ich sage, es doch nicht so nice. Ich hoffe, hier ist nichts. Ich habe keinen Bock, da jetzt noch dreimal runter zu steppen. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Egal. Nee, du bist ein Dryboy und ich kann dich gleich töten. Hier, das hier. Klack, 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 klack. Tot. Halt, die Röhren müssen abgecheckt werden. Scheint aber erstmal nichts drinne zu sein. Ach komm jetzt, ich hab dich doch 100-mal getroffen. Das ist auch so, Guys. Ja, wenn euch jemand festhält und mit einer Kettensäge bedroht, ist nicht so schlimm. Erst wenn er den Kopf abschneidet, dann seid ihr tot. Wir haben noch keine Starcoin. Ich werde das Level gleich nochmal spielen müssen. Oh, oder vielleicht auch nicht. Alle Starcoins hier und ich krieg einen Heulkrampf. Also eine wird safe hier sein, aber... easy! Oh mein Gott! Das ist die zweite, das dachte ich mir. Und nach der ersten werde ich dann gleich nochmal gucken. Bis jetzt geht es tatsächlich hier. Ich weiß nicht, was besser ist. Mitgefahren... mitfahren oder nicht mitfahren. Das ist ein Secret Exit.
Pack doch auf. Nein, das ist der normale Exit. Wir hätten mitfahren müssen. Okay, aber dann muss ich das Level so oder so nochmal machen. Oh Gott. Hä? Jetzt kann man hier doch auf einmal rein in die Röhre. Das ist Scam. Das ist wortwörtlicher Scam. Oh, Essen. Lecker. Münzen zum Frühstück. Da sehe ich mich doch. Okay, das hätten wir. Einfach nicht springen. Einfach mitfahren. Und da ist sie, die letzte Starcoin. Wundervoll. Urchin Sea Sand. Mal gucken, was uns da Spannendes erwarten tut. Shazam. Shazam. Wahoo. Die Musik wird immer nach dem Stück, nachdem wir im Level waren, lauter. Wuhu. Ja, das schmeckt nach Ranke. Gibt es überhaupt Ranken in dem Spiel? Gab es die hier? Da unten sieht es auch nicht nach Star. What? Wie kann man denn so sehr failen wie ich? Und hier ist nichts. Das kann mir mal... Nein. Oh, Fische feier ich auch nicht so. Party kein Stress, aber wenn die Fische wegbleiben, dann bin auch ich zufrieden. Weil ich mir halt maximal unsicher bin. Und wir müssen die Koopas nutzen, um da hochzukommen. Sehe ich das richtig? Das ist nicht euer Ernst. Ich gehe extra ins Wasser, um zu gucken, ob da vielleicht das... Ekelhaft. Wirklich ekelhaft. Mann, jetzt lass mich hier doch... Lang! In welcher Welt soll ich da hochkommen? Aber das hier ist halt allergrößter Betrug der Welt. Und jetzt sind sie anders geleint. Und jetzt klappt es nicht. Schmutz. Schmutz, Nintendo. Nicht Newer Team. Newer Team kann nichts dafür, dass die Koopas weird geladen werden. Das ist Nintendos Schuld. Ja, die erste Starcoin haben wir aber auch schon gesucht und wir wissen nicht, wo sie ist, aber wir haben das Ziel erreicht. Und damit sind wir, glaube ich, alle zufrieden, oder? Oder? Bitte keine fiesen Hate-Kommentare. Es tut mir leid, wir haben genug Starcoins. Wir brauchen nicht alle, keine 100%. So, da schaltet sich das nächste Level frei. Ist das das siebte? Warum ist dann da unten 8 und ich bin so maximal verwirrt? Und das ist jetzt safe and secret exit. Oh ja. Sehe ich mich auf jeden Fall in so einem Level. Wo ich mich auch sehe? Hier. Bei einem lecker Schmecker. Propellerhead. Oh mein Gott, ist der Wind stark. Heißt aber nicht, dass es, man nicht in die Röhren rein kann. Okay, die kommt safe nicht zu. Ich hab so ein... Oh mein Gott, nein. Das ist die zweite. In welcher... Wo ist denn die erste dann? Da unten ist eine gelbe Röhre. Als ob ich die nicht gesehen habe. Die ist ja auffälliger. Oh, da kommt man auch fast nur hin mit dem gelben Schalterpalast. Lassen Sie mich, Arzt. Ich bin durch. Vielen Dank. Hier ist zum Beispiel jetzt wieder der Boden echt weird texturiert. What? Ich war im Flug, aber irgendwie nicht. Und dann war ich auf dem Boden und... What was that? Okay, jetzt wird hier aber auch ein bisschen gespeedrunnt. Lost. Lost, so wie Fundsachen. Bitte, bitte, bitte. Es ist nur noch eine Starcoin, die fehlt, gell? Okay. Checkpoint! Nee, ich trust hier gar nichts. Wundervoll. Okay.
Ich truste, dass da nichts ist. Kann ich auf der stehen? Nein. Cool, da wurde ich gehittet. Oh, nee, hier ist nichts. Vielleicht ist der Hustle. Vielleicht muss man hier auch ein bisschen entspannter rangehen. Zum Beispiel hier hoch. Ich schmecke Wind von der Seite. Ja. Wenn er weg ist, dann kann man hier rüber. Da ist die letzte Starcoin. Und hier befindet sich dann auch gleich das Ziel. Zack. Ich finde es gut, dass der Wind einen pusht zum Runnen. Aber feiere ich trotzdem nicht. Nee, auf dich habe ich... Also so... Oh, überhaupt keinen Bock. Guys, wäre das auch erledigt. Ist das nicht schön? Ach ja. Es ist akzeptabel, okay? Wir sagen, es ist einfach akzeptabel. Dann ist nicht zu viel und es ist nicht zu wenig. Und guys, wenn euch das Ganze heute hier gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Like da, damit ich weiß, dass ihr es genauso feiert wie ich. Abonniert den Channel, ihr verpasst die nächsten Folgen dann nicht. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.